Ja, 12 Uhr, eine Minute nach 12, dann würden wir jetzt ja mehr oder weniger pünktlich beginnen und ja, wünsche alle ganz, ganz herzlich willkommen hier zu unserem Videotalk heute vom Deutschen Tennisbund. Wir hatten ja am Sonntag auch schon zwei Talks, die sehr konstruktiv und sehr gut waren und ja, ich hoffe, dass es heute genauso gut wird und ja, wünsche erstmal ganz herzlich willkommen hier, Detlef Greising. Hallo, liebe Trainerkollegen. Schön, dass du heute für uns Zeit hast, auch vielleicht für ein paar ja, Fragen zur Verfügung zu stehen. Ist natürlich auch wichtig, finde ich, dass wir uns untereinander austauschen, dass ihr uns als Trainer auch eure Erfahrungen mitteilt und wir einfach gegenseitig voneinander profitieren können. Kleiner technischer Hinweis zu unserem Meeting heute. Wir arbeiten hier mit einem Webinar-Tool. Ihr seid momentan stumm geschaltet, das heißt, ihr könnt derzeit nicht reden, ihr könnt aber jederzeit unten im Chat uns Nachrichten schicken und das ist eigentlich auch die beste Variante, wo ihr uns nachher einfach Fragen stellen könnt, die wir hoffentlich beantworten können. Eine zweite Möglichkeit ist, ihr könnt Handzeichen geben und dann kann ich euch das Mikrofon frei schalten und dann könnt ihr euch auch zu Wort melden. Die Erfahrungen der letzten Talks haben gezeigt, dass es nicht ganz so gut funktioniert, weil manche es dann doch nur zum Winken benutzt haben und am Ende dann doch nicht am Mikro waren. Deswegen meine Empfehlung, am besten macht das über den Chat. Das geht am besten. Ja, Detlef, dann kurz zu dir. Du bist ja auch sehr aktiv im Tennis. Ja, du gehörst ja auch zu den Leuten, die wahrscheinlich jetzt in der Arbeit sehr betroffen waren durch die Corona-Situation, durch die Platzsperrungen und bist natürlich in vielen Bereichen aber auch tätig. Und ja, könntest du mal aus deiner Sicht so vielleicht anfangen, was hat es bei dir getan, was hat sich geändert, auf was müssen wir vielleicht reagieren? Ja, die Situation ist gleichsam schwer gewesen wie für uns alle, aber dennoch kann ich sagen, seit gut 8 Wochen extrem produktiv und wie viele von euch auch, haben wir dadurch auch eine kleine Chance gesehen, über viele Dinge, die wir innerhalb unserer Firma machen, einfach nochmal nachzudenken. Wie ihr wisst, ich bin jetzt Geschäftsführer der Tennis People GmbH und einer der Gründer. Habe einen A-Trainerschein und war lange Jahre vorher beim Bayerischen Tennisverband und somit bei dem Angebot von Kursen und weiteren Dienstleistungen durch Tennis People haben wir natürlich genauso wenig Nachfrage gehabt wie ihr. Und diese, ich nenne jetzt mal den Oberbegriff, diese Kontaktarmut, diese Kontaktsperre, die hat natürlich dazu geführt, dass wir tatsächlich intensiv über zwei Dinge nachgedacht haben. Und der erste Bereich ist, wie können wir die Digitalisierung nutzen, um den Kontakt sowohl zu unseren Spielern als auch zu unseren Trainern und Vereinspartnern herzustellen und aufrechtzuerhalten. Und der andere Punkt war, wenn wir eine Kontaktarmut haben, und die wird sich ja jetzt in den nächsten Wochen, ja, ich glaube sogar Monaten noch weitertragen, dann sollten wir uns alle gleichsam die Frage stellen, wie können wir das nutzen? Denn der Tennissport kann angeboten werden. Die Fußballer, Handballer, Basketballer, Volleyballer, sie können nicht in die Turnhalle und diesem Mannschaftssport können sie nicht nachgehen. Das heißt, wir hätten auch, und das ist das andere Gebiet, wo wir uns richtig schön marketingtechnisch und kommunikativ ausbreiten können, das ist nämlich im Bereich der Angebote. Und ich könnte da jetzt ziemlich viel zu ausführen, was wir machen. Aber das war ein kleines Ausholen meinerseits. Was habt ihr euch für Gedanken gemacht? Wie könnt ihr diese Situation marketing- und kommunikativ für eure Tennisschule, für euren Tennisverein, für eure Anlage nutzen? Schreibt es uns mal. Ihr könnt das schreiben, ihr könnt auch nochmal die Hand melden, dann können wir euch dran nehmen. Ab jetzt können wir das mal eröffnen und testen, ob das funktioniert, dass wir erstmal ein Feedback von euch bekommen. Während ihr vielleicht in Ruhe überlegt, der Guido weiß, ich rede mehr, als ich mich fast bewegen kann. Nein, so ist es nicht. Nehmen wir mal das Zoom-Meeting her. Ich werfe mal gleich eine Idee rein und ich kann euch sicher sagen, ich werde das umsetzen.
Wir können doch jetzt unsere Dienstleistung erweitern. Dieses Zoom-Meeting ist doch sehr dienlich, um im B2C-Kontakt, also wir als Trainer zu unseren Kunden, könnten eine andere Form an Dienstleistung anbieten. Wir bieten unseren Spielern an, dass sie sich selbst aufnehmen mit ihrem iPhone oder einem anderen Smartphone. Und wir vereinbaren mit unseren Spielern einen Termin mittels Zoom-Meeting und machen eine kleine Technikanalyse und geben dann entsprechende Tipps über so ein Zoom-Meeting. Und das könnten wir als Zusatzdienstleistung anbieten. Ob ihr das bezahlt oder unbezahlt macht, das liegt bei euch. Das kommt darauf an, wie gut ihr euch anbietet. Was haltet ihr von der Idee? Da haben wir auch hier schon noch eine Anmerkung zum Thema Trainerlehrgänge über Zoom-Meeting. Ja, das ist natürlich auch eine super Idee und ich kann sagen, dass wir bereits in der A-Trainer-Ausbildung jetzt dieses Jahr versuchen, die Lehrgänge so umzustellen, dass wir die theoretischen Inhalte, die keinen Praxisbedarf, keinen Platz benötigen, dass wir die schon über Zoom-Meeting abhalten. Also Theorieunterrichte haben wir schon abgehalten und können damit die Präsenz etwas verkürzen. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, dass wir natürlich nicht komplette Lehrgänge so abhalten können, weil am Ende müssen wir als Trainer mit Menschen, mit Spielern arbeiten, wir müssen auf dem Platz arbeiten. Das können wir natürlich nicht hundertprozentig online abbieten, aber wir können einfach Dinge, die machbar sind, online anbieten, dass wir das verkürzen. Und ich weiß auch, dass andere Verbände das so machen, die teilweise schon online arbeiten, mit Online-Tools, mit Moodle, auch mit Prüfungssystemen. Also es wird teilweise schon gemacht. Da müsst ihr euch bei eurem Verband nochmal genau informieren. Es ist schon soweit, es wird schon so gehandhabt. Habe ich noch einen kleinen Beitrag von meiner Seite, von Tennis People Seite aus. Ich meine, wir haben ja schon auch über 600 Partner und wir nutzen die Zoom-Meetings auch, nicht natürlich für die Ausbildung, weil wir bilden ja nicht aus, aber wir haben natürlich einen großen Expertenkreis und das letzte Zoom-Meeting, das ging darum, wie gelingt es uns, häufig auftretender Einsteigerfehler mit entsprechenden methodisch-didaktischen Mitteln und Hilfen und Anweisungen zu verbessern und versuchen, diese Meetings eben dafür einzusetzen, dass wir unsere Erfahrungen austauschen. In dem Zoom-Meeting waren, ich schätze mal, so rund 20 Trainer, die alle wahrscheinlich 10 Jahre Erfahrung mindestens auf dem Rücken haben und davon haben wir alle beidseitig extrem von profitiert. Und deshalb kann ich euch auch wieder nur anhalten. Ihr habt ja auch einen Freundeskreis von Trainerkollegen. Nutzt diese Zoom-Meetings, um euch besser zu machen. Ihr könntet nämlich auch einen Expertenkreis in eurer Gilde bieten und ihr könntet gewisse Themen aufgreifen. Also ganz salopp gesprochen, wie bringst du eigentlich den Vorhand Passierball bei? Ja? Und dann trefft ihr euch in Zoom-Meeting mit 5 Leuten und könnt mal darüber diskutieren, welche methodisch-didaktischen Schritte ihr dort macht in einem 120-Minuten-Training. Also ich finde dieses Zoomen extrem einfach im Umgang und sehr hilfreich, damit wir den Tennissport und uns selbst besser machen. Ja, vielleicht auch dazu, wir vom DTB jetzt, wir haben die Zeit auch sehr genutzt, zum Beispiel auch unter den Bundestrainern genau diese Meetings zu machen. Wir haben natürlich dadurch auch mehr Zeit gehabt als sonst, uns auszutauschen und es war unglaublich produktiv. Man kann viel mehr Dinge absprechen, die oft einfach zeitlich nicht machbar sind oder räumlich nicht machbar sind, weil die Trainer natürlich alle sehr weit verteilt sind. Also diese Chance zu nutzen ist gut und wir werden das auch sicherlich beibehalten. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir einfach wöchentlich ein Zoom-Meeting abhalten und einfach besprechen, was ansteht und das klappt wunderbar. Ich sehe gerade, Julia, deine Frage in Bezug auf Kindertraining und die Spezialisierung im Rahmen eines C-Trainer-Lehrgangs. Ein C-Trainer, der hat eine umfassende Ausbildung von 150 Unterrichtseinheiten und ein Großteil der Ausbildung bezieht sich auf Methodik, Didaktik des Kindertrainings und Play and Stay, aber macht maximal, ich habe die ganze Lehrordnung nicht ganz im Kopf, aber etwa ein Drittel aus. Das heißt, nur dich zu spezialisieren im Rahmen eines Kindertrainings, das kannst du entweder jetzt schon beginnen oder mach den C-Trainerschein und du kriegst allumfassende Details, kannst dann den B-Trainerschein machen
Und wenn du dann der Spezialist für Kindertraining werden möchtest, ja, dann musst du dir weitere Referenzen erwerben über andere Anbieter, die es am Markt gibt und auch in anderen Nationen. Ich kann nur sagen, also der DTB hat da natürlich auch einiges zu bieten mit Talentino etc. Aber Swiss Tennis, da sollte man mal in Sachen Kindertennis schon mal hingucken. Die haben unglaubliche Lehrpläne und da liegt es an dir selber, wie du dich dann spezialisierst. Aber du musst erstmal den Baustein C-Trainer setzen. Und das scheint auch bisher dieses Jahr in Bayern auch noch möglich zu sein. Das Jahr ist noch lang und natürlich hoffen alle Verbände, dass sie spätestens ab August, September dann wieder ihre Lehrgänge wie geplant oder ähnlich wie geplant durchführen können. Vielleicht mit gewissen Auflagen, mit weniger Teilnehmern. Aber wir hoffen natürlich, dass die Ausbildung dieses Jahr noch mit Präsenzzeiten fortgeführt werden können. So, habt ihr sonst noch Fragen? Ich hatte ja gerade aufgeworfen, die Digitalisierung ist eine große Chance für uns. Wer von euch, und jetzt bitte ich mal um euer Handzeichen, ich weiß, da können nicht viele Hände kommen, aber ich bin mal gespannt. Wer von euch hat einen YouTube-Kanal? Das sehe ich jetzt leider nicht. Guido, da musst du mir helfen. Ja, ich sehe es. Wir haben hier Uwe, Julian, Markus, dann haben wir noch Oliver, Lars. Es sind auf jeden Fall schon ein paar. Dann hätte ich dazu an die Jungs eine Frage. Das finde ich klasse. Das ist vorbildlich. Aber wenn wir vielleicht 100 in der Leitung sind und das waren 5 Leute, das sind 5%, da kann ich euch sagen, schwache Leistung. Wir müssen mindestens 80 haben, meine Lieben. Und die 5, die sich gemeldet haben, Frage an euch, welche Auswirkungen hat dieser YouTube-Kanal auf euer Unternehmen, auf die Gewinnung von Kunden? Also ich kenne einige, ich weiß nur nicht, ich wurde gerade nicht genannt, ich kenne 1-2 Tennisschulen, die sind sensationell auf YouTube und die können sich kaum retten vor Kunden und haben natürlich auch da Qualitätsstandards gesetzt. Also wie wirkt dieser YouTube-Kanal auf euer Geschäft? Ah, eine Tennisschule launcht es, die Tennisschule Siba macht da einen super Job. Ja, ich habe den Marc schon gelobt mit seinen Videos, die gefallen mir auch. Hatte aber auch ein paar kritische Hinweise, also ich will, dass ihr besser werdet. Aber ich höre und lese nichts von dem Betreffenden mit dem YouTube-Kanal. Nutzt ihr das nicht, um neue Kunden zu gewinnen? Die gesteigerte Nachfrage ist da. Okay. Gut. Vielleicht dazu auch die Frage natürlich, die meisten Trainer arbeiten ja im Verein. Man muss natürlich erstmal überlegen, wer kümmert sich um die Digitalisierung? Wer ist dafür zuständig? Das ist ja grundsätzlich mal ein Vereinsthema auch. Und man muss natürlich im Verein jemanden finden, der sowas übernimmt. Und das ist natürlich die Frage, wer kann das machen? Oder macht das der Trainer? Macht das der Verein? Das muss ja irgendjemand in die Hand nehmen. Bin ich deiner Meinung, Guido? Wenn es ein nebenberuflicher Trainer ist, ja, dann schafft das vielleicht nicht und dann liegt sein Fokus nicht auf IT. Aber ich glaube, hier in der Leitung sind auch ein Haufen hauptberufliche Trainer. Und wenn die keinen eigenen Kanal haben, dann müssen sie an ihrer Performance arbeiten. Das ist ein Must-Have, genauso wie, dass ich einen Social-Media-Kanal, Facebook oder Instagram habe. Also, liebe Trainerkollegen, ich bin da sehr direkt, aber als hauptberuflicher Trainer ein No-Go, diese 3 Kanäle nicht zu nutzen für sein Business. Bei den Nebenberuflichen bin ich bei dir, Guido. Da muss ich mit dem Vereinsadmin sprechen und da wissen wir, wie schwerfällig das leider ist, weil wenn es eine Schwäche am Tennismarkt gibt in Sachen Digitalisierung, dann ist es wirklich das furchtbare, ja, ich sage furchtbare Erscheinungsbild der Websites, sowohl von Vereinen oder auch anderen Anbietern im Tennissport. Also da schlägt man die Hände über den Kopf zusammen und wir müssen uns nicht wundern, dass wir so eine schlechte Reichweite haben digital. Also wir können da echt was machen und das können wir als Chance nutzen. Und darum waren das auch meine Eingangsworte. Die Digitalisierung müssen wir ernst nehmen.
Wäre es vielleicht günstig, wenn wir es schaffen würden, dass man quasi einen Beauftragten im Verein finden würde, der sowas übernehmen könnte? Weil der Trainer ja teilweise, ich gerade der Hauptberufliche, wenn er wirklich 40 Stunden auf dem Platz ist, dann ist er irgendwann einfach zeitlich irgendwann mal zu und schafft es vielleicht gar nicht mehr. Wäre natürlich vielleicht wünschenswert, die Vereine würden sich mehr darum kümmern und hätten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit einen, der genau in diesem Bereich natürlich viel aktiver sein könnte. Stimme ich dir auf zu, wäre schön, wenn das wäre. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, dafür gibt es Tennis People. Wir sind der Spezialist für IT, für Marketing und Kommunikation. Und die Dinge, die ich alle erzähle, seid es mir nicht böse, ich habe vor 5 Jahren darüber auch nichts gewusst. Und ich bin ins kalte Nass gesprungen und ich habe mich echt fit gemacht in dem Bereich. Von daher, ihr könnt euch auch an uns wenden. Wir können euch da sehr helfen und euch den Einstieg deutlich vereinfachen, um eure Dienstleistung besser zu platzieren. Ja, ich lese gerade auch hier nicht zu Unrecht, Vereine sind noch in der Steinzeit. Ja, das sehe ich genauso und das würde ich vielleicht sogar direkt schon mal mit aufnehmen, dass wir vielleicht im Vereinsservice, in was das in den Vereinen nochmal kommunizieren, dass wir das viel verstärkter noch mit aufnehmen müssen, dass wir die Vereine noch mehr in die Pflicht nehmen und vielleicht noch mehr beraten und denen auch Konferenzen anbieten, wie man sowas ja, verbessern kann. Wäre wünschenswert. Auch da kenne ich Anbieter, die eine vorgefertigte Website zur Verfügung stellen, wo ich nur noch die Farbe aussuchen muss, um das gesamte Portfolio eines Vereins oder einer Tennisschule darzustellen. Die Dinge muss man nicht mehr erfinden. Alles, was eure Probleme sind, wurde irgendwo schon gelöst, bin ich mir ganz sicher. Ich habe noch einen anderen Hinweis zur Digitalisierung und hätte da vielleicht auch noch mal gern euer Feedback. Die Digitalisierung schafft es ja auch, unsere Lernfortschritte im Tennis sichtbar zu machen, schafft es auch, unser Training, wenn wir das halten, darzustellen, dass es effizient funktioniert und wir den Lernfortschritt, Leistungsfortschritt darstellen können. Worauf will ich hinaus? Nehmen wir mal ein Laufband vor 20 Jahren in einem Fitnessstudio. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, die etwas älter sind. Ja, da konnte ich nur an- und ausstellen und langsam und schneller. Jetzt stellen wir uns heute auf ein Laufband. Da kann ich so ziemlich alles einstellen, alles ablesen, Geschwindigkeit, Kalorien, Steigung, Schrittlänge, Schrittfrequenz. Und so weiter und so weiter. Das heißt, die Leistung wird komplett getrackt. Auch da sind wir im Tennis in der Steinzeit. Ich verwende den Begriff aus dem Chat. Und wir haben aber moderne Techniken mittlerweile. Ich fange mal mit der einfachsten Technik an. Es gibt ja verschiedene technische Hilfen, die ich mit an den Tennisschläger befestigen kann. Ich habe die von Wilson und von den anderen Marken noch nicht genutzt, aber ich nutze den von Head. Ich bin halt von Geburt an Head-Spieler, tut mir leid, aber der Prestige, der ist mir in die Wiege gelegt worden. Und da habe ich den Sensor drin und ich habe auch für meine Kunden Head-Schläger und packe den Sensor rein. Und nach 60, nach 120 Minuten oder nach einem Trainingszeitraum sage ich denen, ob sie mehr präzise spielen, ob sie mehr Drall haben und mehr Geschwindigkeit erreicht haben in ihrem Schläger und in ihren Schlägen. So, und Frage an euch, nutzt ihr solche einfachen Tools schon mit Erfolg oder habt ihr es probiert und aufgegeben? Gibt es ein Handzeichen? Nee, Nein? noch meldet sich keiner. Ja, das Also, wundert mich auch nicht, aber doch, Moment, ja, jetzt. solche Geräte sind vor allem für eine männliche, technikorientierte Zielgruppe relevant. Ja, wir gucken mal, ob wir Markus hier freischalten können. Barbola hat den Hallo? verabschiedeten Sensor. Ja, Markus, wir hören dich. Hi, grüß euch. Hi. Ja, also die Technologie, die der Detlef meint, das ist natürlich eine super Sache. Das konnte ich noch nicht verwenden. Aber beim Thema Videoanalyse, also da bin ich auch ganz bei euch. Das ist ganz, ganz wichtig. Mein Vater wird jetzt im September 80, der hat auch vor vielen, vielen Jahren Tennislehrerausbildung gemacht. Die haben sich schon vor 35 Jahren mit den ersten
Videokameras, die es da gab, die riesen Dinge, haben die sich schon aufgenommen. Also das wäre mal der Einstieg. Und dann gibt es ja sehr viele Diagnose-Tools und Apps, die man auch aus dem Fußball und so kennt, wo man dann wirklich mit einem Audiokommentar drüber sprechen kann, nochmal in Zeitlupe und Verlangsamung, wo ist der Treffpunkt, Grafiken, Linien einzeichnen. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sehr empfehlen, ja. Danke dir, Markus. Auch, dass du jetzt, worauf du jetzt hingewiesen hast, die Technologie Videos, da gibt es eins, das ist, muss man kaufen, das heißt Coach Eye, ist perfekt, habe ich auch gemacht, insbesondere, weil man hier mit Zeitlupe arbeiten kann und Pause machen kann, einzeichnen kann. Es gibt aber auch eine App Technica, die ist kostenlos, also es ist ein wichtiges Tool, damit wir als Trainer unser Training noch besser dokumentieren können und das Ganze tracken können. Und wenn ihr Hobbyspieler fragt, warum sie Tennis spielen, aus Spaß und Freude, klar. Aber wenn sie was verbessern wollen an ihrem Spiel, dann ist es Drall, Präzision und Geschwindigkeit. Und diese drei Größen, die müssen wir auch in unserem Dienstleistungsbereich klar ansprechen und dann entsprechend mit solchen Hilfsmitteln arbeiten. Zwei andere Technologien nenne ich hier auch noch an der Stelle. Ich meine, ich bin nicht angestellt bei den Firmen. Ja, ich kriege keine Provision. Ich werfe hier was rein in die Runde und versuche, neue Anregungen zu geben. Das teuerste, aber mit Sicherheit das umfangreichste, ist mit Sicherheit PlaySight. PlaySight ist ein Kamerasystem, das wird am Court installiert. Kostet ungefähr 20.000 bis 25.000 Euro, nagelt mich nicht darauf fest, hat einen Terminal und du kannst dann mit diesem Terminal alles darstellen. Platzposition, Taktiktraining, Geschwindigkeit der Schläge. Also das meines Erachtens ist mit Sicherheit mega und da muss ich etwas widersprechen im Tool. Ich habe unabhängig, ob Männchen oder Weibchen, für beide Kunden gute Feedbacks dazu erhalten. Mit PlaySight habe ich selber allerdings noch nicht gearbeitet. Und das dritte Tool, was ich noch erwähnen möchte, das ist günstiger. Ihr habt vielleicht auch schon davon gehört. Das nennt sich Wingfield. Und Wingfield, das ist ein System, das montiere ich am Netzpfosten. Und das Coole an der Idee ist, wenn ich mich als Spieler mal einmal angemeldet habe, dann kann ich mittels QR-Code mein Spiel permanent dokumentieren, sobald ich mich connecte mit diesem Terminal am Netzpfosten. Also das ist wirklich irre. Ich kann die Lernfortschritte über ein ganzes Jahr aufzeichnen und auch ein sehr spannendes Tool für uns Trainer. Und jetzt komme ich ein bisschen wieder als Brücke zum Angebot. Wenn ihr solche Tools einsetzt und wenn ihr solche speziellen Trainings anbietet, vielleicht sogar Trainingspläne darstellt, wo ihr sagt, in einem halben Jahr mehr Präzision, Drall und Geschwindigkeit, dann könnt ihr mittels des Eingangstests, einen Zwischentest und einen Endtest ganz andere Preise verlangen. Und zwar genauso wie im Fitness. Wie ein Personal Fitness Coach könntet ihr auch auftreten. Aber dafür müsst ihr solche Techniken nutzen, weil nichts anderes passiert in der Fitnessindustrie. Gibt es jemanden in der Runde, der Wingfield oder PlaySight nutzt? Ich glaube, erstmal haben wir noch eine Wortmeldung von Benjamin. Ja, hallo Guido. Hallo Guido, hallo Detlef. Detlef und ich kennen uns ja auch ganz gut. Wir sind ja auch wöchentlich im Austausch. Also ich wollte noch mal auf die Sensoren zukommen. Babula Top. Wie oft würdet ihr sowas verwenden? Ich habe jetzt so ganz Kranke bei mir, die zeichnen jedes Training auf. Nur ich sage halt ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ihr dann sofort einen Fortschritt seht, sondern ich würde denen eher das Tool zum Beispiel geben, einmal im Monat, alle drei Wochen oder, ja. Wie seht ihr das? War wahrscheinlich auch eine Frage an die Runde. Ich kann dir aber auch schon Feedback geben, Benni. Also wenn ich meine Top-Play-Kurse mache, dann gebe ich dir nach 120 Minuten sogar das Versprechen, dass du mehr Drallgeschwindigkeit oder Präzision hast mit dem Head-Sensor. Und das Ganze basiert ja darauf, dass ich einen Eingangstest mache. Und wenn ich jetzt aber sage, so, du beginnst
1. Juni und wir wollen wissen, was am Ende August ist, also in 3 Monaten. Ja, dann mache ich einen Eingangstest, ich sehe, welchen Drall die Schläge haben, ich sehe, welche Präzision da ist. Und bei der Präzision spreche ich nicht davon, wo der Ball nur hinfliegt, sondern die Präzision ist auch, wie satt ich den Ball auf der Schlägerfläche treffe. Ja? Präzision könnte auch sein, die Annäherung durch entsprechende Beinarbeit an den Treffpunkt. Also wir Spezialisten müssen das natürlich genau beschreiben, wo die Reise hingehen soll. Aber ich sag dir, das ist komplex, ja, aber du kannst für jeden Zeitraum eine Leistungsverbesserung anstreben, sogar versprechen. Das ist richtig, aber in dem Moment nur, wo ich einen Eingangstest gemacht habe. Ja, ganz genau. Das ist ja auch wichtig. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe Schüler bei mir, die sind mit unserem Babolat Pop unterwegs und zeichnen sich einfach jedes Training auf, ohne sich irgendwo groß Gedanken zu machen, was sie tun. Und das ist halt so eine Sache, das sehe ich immer ein bisschen kritisch. Ja? Sondern ich würde halt sagen, wir nehmen Anfangszeitpunkt, nehmen Endzeitpunkt und gucken, wie sich entwickelt. Genau. Ich denke, du musst auf jeden Fall auch damit experimentieren. Ja? Ich denke, manche nehmen das einfach auch nur aus Neugier, um einfach mal zu sehen, was passiert. In dem Moment, wo ich systematisch mitarbeite, da muss ich mir ganz klar irgendwo überlegen, was ist mein Ziel, was will ich verbessern und dann kann ich das in regelmäßigen Abständen benutzen. Da muss man sich schon so ein bisschen einen Plan machen und Trainingswege halt überlegen, um das zu verbessern. Ich sehe gerade im Chat, der Uwe sagt, sein Verein scheut sich, die Kosten zu tragen für Wingfield. Also, ich weiß, dass alles kostet Geld, aber wenn ich nicht irgendwann auch als gemeinnütziger Verein einen unternehmerischen Weg gehe, sagen wir mal 10% vom Einnahmen, alle Mitgliedseinnahmen, die ich habe, davon 10% investiere ich in die Weiterentwicklung des Tennissports. Ein wenig unternehmerisch muss der Verein denken, sonst kommt er einfach nicht voran. Ja? Also da kann ich ganz salopp sagen, von nichts kommt nichts. Also Uwe, schick mir den Vereinsvorstand mal her, ich spreche mal mit dem und dann nehme ich ihn auseinander. Ich hoffe, der ist nicht in der Leitung. Und hier habe ich noch eins von der Julia. Ja, die Mitgliedschaft, ich glaube, diese Premium-Mitgliedschaft kostet 100 Euro. Ich, Julia, habe mich wieder abgemeldet, aber ich wollte mal ein Jahr das volle Paket testen und das liegt auch wieder bei dir. Es ist ja immer so, egal was ihr auf dem Platz macht und welche Leidenschaft ihr entwickelt, ihr müsst ja selbst nachher wissen, worauf setzt ihr euren Fokus. Ihr könnt ja nicht alles machen. Und für mich war klar, dieses Coach-Eye, das war mir zu aufwendig, das hat mir etwas zu lange gedauert, diese ganzen Videos zu zeigen. Und somit habe ich mich da abgemeldet wieder. Detlef, die Bitte unserer Teilnehmer, dass wir am Ende nochmal die Apps nochmal reinstellen in den Chat, dass man die nachgucken kann. Also ich habe auch gute Erfahrungen gemacht mit der Technik-App von Tennis Australia. Die ist auch sehr gut. Ich glaube, Huddle, glaube ich, gibt es auch noch. Also es gibt schon gute Apps, die teilweise kostenfrei sind, mit denen man gut arbeiten kann. Markus, ich habe noch deine Hand oben. Bist du noch dran? Wolltest du noch was? Ja, hört ihr mich? Ja. Hallo. Ja, also wie gesagt, wie so oft kann man den Ausführungen von Detlef, also ich zumindest, nur beipflichten. Die ganzen Techniktools gibt es ganz tolle Dinge. Ich kenne zum Beispiel kleine Vereine, die haben nicht die großen finanziellen Mittel, sind dann ganz stolz, wenn sie eine Ballwurfmaschine angeschafft haben. Natürlich, mit einer Ballwurfmaschine kann man auch ganz gut trainieren, aber leider unbegleitet. Also ich habe das einmal gesehen, dass da ein Kindertraining quasi durchgeführt wurde, wo die Kids halt 45 Minuten auf die Bälle gedroschen haben, hatten Spaß. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich habe dann gefragt, wie oft macht ihr das jetzt? Ja, zweimal die Woche. Und da steht halt jemand dabei, der vom Tennis wenig Ahnung hat. Das heißt, was die jetzt machen in der Frequenz ist, dass sie das, was sie nicht gut machen, technisch oder wie auch immer, auch noch manifestieren in einer sehr hohen Frequenz. Das heißt, wenn die Tennistrainer, Trainerinnen einfach von sich überzeugt sind, dass sie einen guten Job machen, dass sie ein selbstbewusstes Auftreten haben, dann solltet ihr auch bei diesen Gelegenheiten wirklich auch immer wieder die Leute darauf hinweisen, dass eine Ballwurfmaschine zu haben eine tolle Sache ist. Wenn aber kein Trainer dabei ist, der das Ganze begleitet, dann ist es leider nicht ganz so gut, wie viele meinen.
Ja, würde ich vielleicht teilweise widersprechen. Du hast recht. Es können sich Fehler einschleichen ohne Trainer. Aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht welche, die auch gewisse Sachen, die sie vielleicht im Training mal ausprobieren wollen, wiederholen wollen, die Chance haben, mit viel Wiederholung zu arbeiten. Und manche finden vielleicht keinen Trainingspartner und sagen, ich will ein bisschen Tennis spielen und mach die Maschine an und kann draufhauen. Dann kriegst du die Leute aber auch in den Club und das ist auch nicht schlecht. Natürlich hast du recht, dass man natürlich aufpassen muss, wenn es in Technik reingeht, dass es da gewisse Risiken da sind, die man auch, sag ich mal, darauf hinweisen sollte. Aber ich finde, wenn jemand sich die Mühe macht, geht in den Club und macht für sich selbst die Maschine an, um zu sagen, ich hau da eine Stunde drauf, dann sehe ich das gar nicht so negativ. Kann ich dem nur zustimmen. Vielleicht noch mal eine Frage an alle Teilnehmer. Wenden wir uns mal, das war jetzt ein bisschen die Digitalisierung angekratzt, den Angebot zu. Ich weiß, salopp formuliert, ihr rödelt gerade rum und versucht, die Gruppen irgendwie zusammenzuführen, dass der Spielbetrieb dann irgendwie vernünftig organisiert losgehen kann. Ich weiß, das ist Wahnsinn. Ich würde euch mal fragen wollen, im Rahmen jetzt dieser Kontaktarmut und den reduzierten sportlichen Möglichkeiten für andere Menschen, ja, könnten wir doch Tennis auch nutzen für uns. Gibt es da irgendwelche Überlegungen von eurer Seite aus, gewisse Angebote zu kreieren? Da bin ich mal gespannt, was da so kommt. Was da im Chat steht, das steht auch, ist auch nicht so schlecht für mich. Wobei, wenn ich darauf zurückgehe, der Vorstand ist 80 Jahre alt entwickelt. Ich kann euch nur empfehlen, versucht aber als Trainer, gute Leute, die vielleicht aktiv sind, in den Vorstand zu kriegen. Mittlerweile ist man ja froh, man kriegt überhaupt noch Leute fürs Ehrenamt. Dann seht zu, dass ihr Leute reinkriegt, die vielleicht noch nicht 80 sind oder die auf jeden Fall engagiert sind und sich mit neuen Medien auch befassen. Ja, ich komme deinem Wunsch nach. Ich erläutere das noch näher. Wenn ich mir den Tennismarkt anschaue, ich muss ein ganz klein wenig ausholen, weil ich will euch mitnehmen auf die Reise, damit ihr überhaupt versteht, warum ich Marketing und Kommunikation anders denke wie ihr. Es ist einfach so, wenn ich 20 Jahre zurückblicke und schaue mir an, was Tennistrainer anbieten, was Vereine anbieten, auch was BTV anbietet, alle Institutionen, die es irgendwie gibt, ja, dann muss man leider feststellen, es gibt überhaupt keine Veränderung, ja. Es gibt kein zielgruppenspezifisches Angebot, außer für Kinder und Jugendliche. Kinder und Jugendliche, da gibt es Konzepte ohne Ende, Jugendwart, Kleinfeldreferent, ne, alle möglichen Ehrenamtlichen und andere Personen, die sich zuständig zeigen. Aber die Erwachsenenwelt wird nur im Wettkampfbereich angeboten. Ansonsten fehlt da kein komplettes Angebot, was auch dazu führt, dass ihr 20- bis 50-Jährige kaum bei euch im Mitgliederstamm habt. Mit anderen Worten, wenn Fußball, Handball und Volleyball keinen Sport machen kann, wegen der Turnhallen und so weiter, die geschlossen sind. Welche Chance ist das denn für uns? Was könnten wir denn bitte schön jetzt anbieten, wir Trainer? Was bietet ihr an? Eine Idee? Okay. Dann haben wir noch ein paar Handmeldungen. Moment. Gut. Wir gucken mal. Markus. Ja, also bei uns ist die Situation die, dass nach den Verordnungen, den Empfehlungen vom Österreichischen Tennisverband Training ja mit 2 bis 4 Personen erlaubt ist, also im Stationstraining, Stationsbetrieb mit genügend Abstand und so weiter. Und ich habe in meiner Region, ich bin leider kein Vereinstrainer, vielleicht werde ich es noch, ich bin bei einem Hotel, bei einem Golf-Tennis-Wellness-Hotel mit einer riesen Anlage. Habe jetzt noch das Problem, dass die Hotelgäste noch nicht kommen dürfen. Erst Ende des Monats dürfen die wieder aufsperren. Und in der Region selber habe ich einige Tennisspieler, nur die sind halt älteren Semester, 70 plus. So, jetzt spielen die leidenschaftlich gern Doppel, dürfen aber, wenn sie nicht aus demselben Haushalt kommen, die jeweiligen Doppelpaarungen eigentlich jetzt nicht Doppel spielen.
aber sie dürfen trainieren. Das heißt, ich habe mir jetzt was überlegt, dass ich im Moment eine Aktion anbiete für genau für Doppeltraining. Und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, dass ich einfach sage, okay Leute, ihr dürft jetzt im Moment freispielen, so nicht, wie ihr gerne wolltet. Aber wir haben jetzt alle so eine lange Tennispause in den Knochen. Vielleicht wäre es doch jetzt super, da eine Aktion wahrzunehmen, zwei Trainings bei mir zu buchen, quasi um wieder ein bisschen reinzukommen. Und da können wir auf ein paar Dinge Augenmerk legen. Das ist meine Geschichte für die Erwachsenen, fürs Doppel. Sehr gut, Markus. Insbesondere zielgruppenspezifisch Senioren. So höre ich das raus. Ja? Komme ich wieder kurz zu meinen Ausführungen. Wenn wir den Ballsportler hernehmen, da wissen wir, wenn der jetzt den Tennisschläger in die Hand nimmt und entweder mit dem Stage 3, meistens beginnt er sofort mit dem Stage 2 und spielt wahnsinnig schnell die Bälle hin und her und technisch schon sehr, sehr sauber, weil er gut zum Ball steht. Da müssen wir uns doch ein konkretes Angebot überlegen, dass es einen Crashkurs gibt für Ballsportler. Und wieder schlage ich eine kleine Brücke. Wir haben mit Tennis People Fast Learning entwickelt. Der Kurs 1, das ist für die Einsteiger, 20 bis 50 Jahre. In 10 Einheiten spielen die mit Freunden und Bekannten. Kurs 2 ist für Ballsportler. Da können wir die in einem Crashkurs komplett abholen. Und Kurs 3 ist für die Wiedereinsteiger. Und ich meine jetzt nicht, ihr sollt alle Fast Learning machen, weil ihr könnt ja eure eigenen Konzepte entwickeln. Aber ihr müsst euch was überlegen, weil das ist die große Chance. Weil ab 40 plus sind diese Sportler sowieso auf der Suche nach einer Sportart mit Ball. Und das ist unsere Riesenchance, die jetzt abzuholen. Und Tennis People hat nicht nur das Produkt Fast Learning, wir haben halt auch das komplette Marketing dazu, ja. Alles, was ihr off und online braucht, ist bereits fertig und alles kann gebucht werden und so weiter und so weiter. Benjamin, du hattest noch was für uns. Ja, ich kann mich jetzt gerade mit Detlef nur anschließen. Also, wie gesagt, ich arbeite mit Detlef auch schon ein bisschen länger zusammen und ich bin von dem Fast Learning einfach nur begeistert. Ich meine, wir dürfen jetzt hier in Hessen bei uns 4 Leute auf den Platz nehmen. Detlef, du wirst mir zustimmen mit unserem High Five. Beim Aufschlag wird es ein bisschen schwierig, aber alles andere ist, glaube ich, umsetzbar. Für das andere finde ich aber auch noch eine Lösung. Und gerade auch was Topplay anbelangt, die individuellen Schläge für die Mannschaftsspieler, Hobbyspieler, also gerade die Vereinsspieler, ist bestimmt eine gute Lösung. Danke dir für den Hinweis. Ich habe noch eine weitere Idee. Also ihr schreibt einfach, weil ich... Ja, wir haben noch ein paar Handmeldungen. Vielleicht können wir die erstmal durchgehen. Gut. Moment. Wollen wir Markus reinkriegen hier. Nicht Markus. Wer war's? Uwe. Moment. Hörst du mich? Moment. Ja. Hörst du mich, Detlef? Hallo? Ja, ich höre dich, Uwe. Ja. Wir sehen uns übermorgen im Chat, ne? Uwe Büttner aus Hildesheim. Ja. Du hast gerade angesprochen, viele Aktionen auf dem Platz zu machen. Ich kann dir nur sagen, dass unser Verein eine sehr rigide Corona-Führung macht. Wir haben ab sofort, beziehungsweise ab dem 6. keine Nichtmitglieder und keine Gäste dürfen auf unsere Anlage. Deshalb wird das mit den Dazuführen sehr, sehr schwierig. Auch der zukünftige 28. Mai stattfindende Fast Learning Kurs 1 wird sehr, sehr schwierig werden, um das den Vorstand schmackhaft zu machen. Also wir sind sehr, sehr, ja, den Verordnungen unterworfen, kann man sagen. Ganz schwer. Aber es gibt ja keine Verordnung an sich, gibt es öffentlicherseits, nicht. Die Gäste, ja, verbietet. Tatsächlich, das haben wir auch herausgefunden. Aber unser Verein, unsere Region hat sich dazu entschlossen, das aufzunehmen. Jetzt keine Nichtmitglieder und keine Gäste auf die Anlage zu lassen. Und wir können nicht drüber reden. Unser Vorstand ist da sehr, sehr, ja, beratungsresistent. Keine Chance. Ja, da sind wir wieder bei dem Problem der vielleicht veralteten Vorstände. Ich kann so ein bisschen, sag ich mal, die Skepsis insofern verstehen, weil natürlich alle auf dem Platz wollen, dass die Mitglieder vielleicht Angst haben, dass sie keine Plätze kriegen, weil da nur noch Gäste auf der Anlage sind. Hält sich in Grenzen.
hält sich in Grenzen, das kriegen wir hin. Unser Jugendtraining ist also top aufgestellt. Das haben unsere Eltern alle auch sehr, sehr gut gefunden, wie wir das handhaben, dass die Trainer sich da wirklich engagieren, die Kinder abholen und so weiter. Das sind alles Regeln, die gut sind. Wir haben sogar jetzt zusätzlich noch eine Regel, dass die Leute, die auf die Anlage kommen, mit dem Eintragen ist klar, Mundschutz aufhaben müssen, bis sie zum Platz gehen und dann wieder abnehmen können. Mein lieber Mann, und wir als Trainer dringen nicht durch, keine Chance. Ich halte das also viel zu übertrieben. Ne? Also, Uwe, du bist nicht der Einzige, der darüber ein Leid zu klagen hat. Ich habe natürlich 0,0 Verständnis für so eine Handlungsweise. Das würde ja bedeuten, dass ich sage, auf Tennis People darf nur jeder dritte Kunde buchen, weil ich will nicht, dass so viele buchen. So ein Quatsch, ja. Aber bitte versuch mal, du weißt, ich bin ja immer lösungsorientiert. Du könntest natürlich schauen, dass du, dann wird zwar der Kurspreis höher, aber dass du den Fast Learning Kurs oder andere Kurse mit Nichtmitgliedern, dass du die kombinierst mit einem Mitgliedsbeitrag. Ja. Und mal sehen, ob das vielleicht die Barrieren ein wenig beseitigt. Ja? Das hoffe ich. Aber auch da, wie gesagt, das ist immer ein Geben und Nehmen. Also wir Trainer wollen ja in erster Linie den Verein, also unser Geld verdienen. Aber ich bin auch jemand, der unglaublich daran interessiert ist, unseren Verein stark zu machen mit vielen neuen Mitgliedern. Es hat ja bisher super geklappt, aber komischerweise vergessen sie das auf einmal. Die erfolgreiche Zeit ist erstmal da gewesen. Wir haben unser Ziel, über 400 Mitglieder haben wir geschafft. Und jetzt fangen sie an, jetzt machen wir mal sowas. Das sind die Trainer nicht mehr wichtig. Also das ist ein sehr schwieriges Spannungsverhältnis zwischen den Vorständen. Leider arbeiten sie nicht immer super mit den Trainern zusammen. Das ist problematisch. Eine große Schwäche ist immer, sobald man in der Komfortsituation ist, wird man unbeweglich. Ja? Genau. Aber gut, wir bleiben in Kontakt, Uwe. Nehmen wir mal das Thema. Moment, ich muss kurz unterbrechen. Wir haben noch Julia in der Leitung. Jawohl. Mal gucken. Moment. Hört ihr mich jetzt? Ja. Perfekt. Ich hätte nämlich auch eine Idee, und teilweise bin ich schon in der Umsetzung, weil wir haben ja so ein Kollegium zusammen mit Golftrainern gemacht, das sich das Flamingo-Papier nennt. Und da wollen wir auch ein bisschen unterstützen, dass Ballspieler miteinander, also Trainer. Da Benni wieder rein. Irgendeiner meint die Mama stumm. Jetzt. dass wir Trainer uns auch gegenseitig mehr austauschen, was auch Trainingsmethoden aus anderen Sportarten angeht oder dass zum Beispiel auch Golf- und Tennisspieler sind ja prädestiniert dafür, dass sie ja auf die anderen Plätze sozusagen gehen. Also ein Tennisspieler mal auf dem Golfplatz oder ein Golfspieler mal auf dem Tennisplatz. Dass wir da auch mehr Vermischung von Trainern als auch Spielern haben, sozusagen mit den verschiedenen Möglichkeiten, wie man jetzt Sport machen kann. Finde ich herausragend, Julia. Ich bin ein Freund, der immer sportartübergreifend denkt. Und ich unterhalte mich hier mit jeglichen Trainern und mit allen, die sich sportwissenschaftlich mit irgendeiner Bewegung auseinandersetzen. Und so ein Austausch ist immer fruchtbar. Steht und fällt natürlich mit dem Moderatoren, der dann bei euch in dem Flamingo-Papier das Sagen haben sollte, weil sonst geht es vielleicht ein bisschen zu durcheinander. Aber grundsätzlich eine großartige Sache. Bleibt dran und tauscht euch aus. Ihr werdet dadurch nur besser. Super, danke. Dann werfe ich noch mal rein zum Nachdenken. Ich hoffe, ich presche nicht so rein, aber ich langweile mich, wenn es so ruhig ist. Nee, mach mal, solange sich keiner meldet, ist gut. Ich melde mich nochmal in Bezug auf die Gestaltung der Sommerferien. Also ich gehe davon aus, nach Hörensagen, dass der Großteil der Menschen zu Hause bleiben wird. Und wir die Sommerferien, egal in welchem Umfang, ich denke jetzt mal nur positiv, wir könnten die Sommerferien für Camps nutzen. Und wir haben uns auch dazu im Rahmen unserer Arbeit mit unseren Partnern schon Gedanken gemacht und wissen halt, dass wir im gewissen Bereich Kindercamps machen können, aber es gibt ja auch die Erwachsenen. Und für die Erwachsenen könnte sich zwei Bereiche anbieten, wie eben schon formuliert, für die Einsteiger oder für die Könner kann man was anbieten. Aber was auch spannend sein kann,
Das wären, also wir nennen das so, Familien-Fast-Learning-Kurse, wo Mama und Kinder gleichermaßen oder Vater und Tochter zum Fast-Learning-Kurs kommen und gemeinsam, die Familie gemeinsam, lernt einen Sport und können natürlich dann auch gleich miteinander spielen. Gibt es da eurerseits Ideen auch, Gedanken, das Thema Ferien zu nutzen für spezielle Angebote? Ja, das war mir klar, Uwe. Und jetzt versteht mich bitte nicht falsch, ja? Aber wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, vor 20 Jahren war alles so wie heute? Denkt darüber nach, dass ihr euch auch mal verändern müsst. Auch ich weiß, es ist im Moment noch viel schwerer als vor einem Jahr. Aber man muss darüber nachdenken, das Angebot zu gestalten. Weil ich werfe mal wieder einen Blick auf die andere Branche, die sich Fitness nennt. Die Fitnessindustrie hat seit über 10 Jahren einen Anteil in der Bevölkerung von 12%. 12% Anteil von 80 Millionen oder 82. Und was machen die? Die machen nur die Armbeuge. Und das ist für die so lange spannend, dass sie nach 9 Monaten aufhören. Das heißt, 10 Jahre lang haben die immer 12%. Das heißt, die müssen marketingtechnisch unwahrscheinlich viel richtig machen, dass der Anteil immer noch so groß ist. Im Übrigen, unser Anteil ist gesunken auf 2%. Tennis, ja, Fitness 12. Und darum dieser Vergleich, wir müssen unser Angebot gestalten und wir müssen auch das Ferienthema in Sachen Camps auch gestalten. Es gibt nicht nur Kindercamps, es gibt auch Erwachsenencamps. Ich biete ein Camp an in München, in Unterföhring. Das geht über eine Woche. Das ist für 8 Erwachsene und für Hobby-LK-Spieler können kommen, wie sie wollen, weil das Thema ist klar vorgegeben. 5 Trainingseinheiten. Erste Einheit 120 Minuten Präzision. Zweite Einheit 120 Minuten Drall. Dritte Einheit 120 Minuten Speed. Dann füge ich die gelernten Themen in einem taktischen Verhalten im Einzel zusammen. Und last but not least schließe ich das Ganze mit doppeltaktischem Verhalten ab. Dann habe ich 10 Einheiten, ich nehme 199 Euro und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Kurs ausgebucht sein wird. Und das hat nichts damit zu tun, dass jetzt meinetwegen ich das mache, ja, sondern und auch nicht, dass es in München, in Unterföhring ist, weil es da mehr Menschen gibt, sondern weil ich ein konkretes Angebot habe und den Leuten klar sage, welchen Nutzen sie haben. Markus. Ja, danke. Also Detlef, bis ganz zum Schluss 100% deiner Meinung. Eins ist leider trotzdem Faktor Einzugsgebiet. Also es macht schon einen großen Unterschied, ob ihr in einer Millionenstadt wie München seid oder ob man das in Wien macht oder sonst irgendwo. Wo ich auf jeden Fall ganz bei dir bin, ist genau das, so wie du es jetzt beschrieben hast, von deinem Camp. Ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, natürlich habe ich extrem davon profitiert, dass du mit mir sehr viel gesprochen hast über meinen konkreten Fall und das kann ich jetzt an alle anderen Kollegen gerne weitergeben. Wenn ihr auf euren Webseiten oder wo auch immer im Verein eure Trainings dir anbietet, wenn das irgendwo steht, dann schaut doch nochmal genauer drauf, was steht da eigentlich drin. In meinem konkreten Fall war es das, wie ich vor 2 Jahren dort begonnen habe, mit denen zusammenarbeiten zu wollen, quasi 6 verschiedene Trainingsvarianten vorgefunden habe. Alle haben für mich den Eindruck gemacht, es ist derselbe Dreizeiler, fast alles kostet denselben Preis und es war dermaßen unattraktiv, dass auch ich als Tennis-Insider unter Anführungsstrichen eigentlich nicht gewusst hätte, was ich da buche. Ja, es war kein Anreiz da. Dann habe ich das Ganze umgeschrieben. Bei mir hat jeder normale Trainingskurs, sage ich jetzt einmal, abgesehen vom Fast Learning Angebot, das ist ein extra Modul natürlich, hat jeder Kurs einen bestimmten Namen. In dem Kurs
Das waren die Anregungen vom Detlef. Also da zahlt sich immer aus, mit dem Detlef zu reden. Jeder Kurs hat genau eine Beschreibung, was lerne ich in dem Kurs und was ist das versprochene Trainingsziel am Ende. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das auf der Internetseite oben gehabt habe und das dann auch beworben habe, waren schon einmal die Nachfrage nach den Kursen 2 bis 3 Mal so hoch. Das kann ich euch empfehlen. Danke mit dem kleinen Praxisbericht. Aber wie gesagt, das ist auch mit anderen Darstellungen eurer Angebote so. Ja? Also wenn ich auf irgendeine Website gehe und ich tue so, als ob ich mit dem Tennis anfangen möchte und ich möchte das passende Angebot finden, dann bin ich genauso wie der Durchschnitt der Bevölkerung eine ungeduldige Person. Und nach spätestens 2, 3 Klicks und etwa 20 bis 30 Sekunden verweilen auf der Seite, und das ist viel, habe ich keinen Bock mehr. Und verlasse mein Ziel, ja, mit dem Tennis zu beginnen. Und das ist natürlich für die Könner genauso. Und deshalb kann ich euch auch nur anhalten, all eure Dienstleistungen, die ihr habt, beschreibt sie sauber, dass jemand, der euch nicht kennt, versteht, was ihr anbietet. Und ihr müsst erreichbar sein. Also es muss irgendwas buchbar sein in der heutigen Welt. Ja? Wir haben, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit, noch 8 Minuten. Gibt es noch aus der Reihe, so von eurer Seite, bestimmte Fragen? Ich sehe... Übrigens, interessanterweise kenne ich Bundesländer, ich glaube in Hessen, die dürfen schon doppelt spielen. Aber ja, nur unter Einhaltung des Mindestabstandes. Wir auch in Bayern. Also wir kannst du jetzt eigentlich einen schönen Kurs anbieten, ne? Distance Double. Direkt sich was überlegen. Also für Parallelverschiebung und so weiter, wunderbar als Trainingseffekt. Ja, die Regelung in den Bundesländern, wie man Sport machen kann und Tennis spielen darf, ist auch sehr unterschiedlich. Ich denke, wir müssen einfach das Beste draus machen. Ich gebe euch jetzt noch einen kleinen Hinweis, worüber ihr nachdenken solltet, um das Angebot zu gestalten. Einige von euch machen das gewiss, machen schon Workshops. Und die Workshops sind nicht nur ja, ein Intensivcamp, 5 Trainingseinheiten in 2,5 Tagen, sondern ihr müsst es wieder sauber beschreiben, ja, dass eben was Bestimmtes angeboten wird mit einer klaren Zielsetzung und einem klaren Inhalt. Und ich weiß nicht, ich hoffe es natürlich, dass die Punktspiele stattfinden. Das ist schön für viele, die einem Wettbewerb nachgehen wollen. Ich glaube, dass ich, wenn ich mitspiele, mächtig einen über die Mütze kriege. Ich bin jetzt über 50 und spiele bei den 40ern in der Regionalliga. Also ich weiß noch nicht genau, ob ich unbedingt spielen will. Aber wenn jetzt keine Punktspiele sein sollten, dann habt ihr die Wochenenden zur Verfügung. Und die solltet ihr für passende Angebote nutzen. Weil die Leute haben Bock auf Tennis. Und Tennis ist eine absolut beliebte Sportart. Nach wie vor die drittgrößte Sportart organisiert in Deutschland. Und die Breite an Spielern, die Tennis spannend findet und erleben möchte, ist riesig. Sie finden nur nicht zum Tennis, weil wir uns schlecht anbieten. Und ein Workshop am Wochenende könnte auch ein passendes Angebot sein. Und ich kann euch nur anhalten, denkt darüber nach, die Angebote neu zu definieren, sucht den Kontakt zum DTB, sucht den Kontakt zu Tennis People, redet untereinander und ich bin mir sicher, wenn wir gemeinsam probieren, uns besser zu positionieren am Freizeitmarkt, dann sieht die Zukunft ziemlich gut für uns aus, weil eigentlich kann man unserer Sportart nicht das Wasser reichen. Von 4 bis 80 kann man unseren Sport spielen. Nur wir sind zu blöd, das zielgruppenspezifisch anzubieten und zwar vernünftig. Und das wäre schön, wenn wir das irgendwann mal gemeinsam auf die Reihe bringen. Dann haben wir hier nicht nur engagierte Menschen in diesem Talk, sondern vielleicht infizieren wir noch mehr, auch außerhalb des Talks, damit wir flächendeckend in 9.500 Vereinen mit fast 15.000 Trainern einfach den Sport besser anbieten. Ich glaube, es gab da mal eine schöne Zahl jetzt letztes Jahr, was Thema Gesundheit angeht, dass Tennis
die Lebenserwartung um, ich glaube, 6 Jahre erhöht, wenn man es regelmäßig spielt. War nicht von uns erstellt, die Statistik. Ja, da gibt es alle Sportarten verglichen und die war sehr, sehr positiv. Ja, das sollte man nutzen. Da hast du mir gerade ein kleines Stichwort gegeben. Und zwar der Fabian Flügel, der ist in der Vereinsberatung, Vereinsentwicklung beim Tennisverband Niedersachsen-Bremen tätig. Das Thema Gesundheit ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir viel besser herausarbeiten müssen. Auf der einen Seite haben wir wahrscheinlich so gefühlt schon 700 Cardio-Trainer, die das schon gelernt haben, wie man herz-kreislauf-technisch arbeitet auf dem Platz. Der Fabian Flügel, der war schon sehr emsig dran und hat jetzt ein Kurskonzept für 10 Stunden geschrieben, das heißt Motion on Court. Und das ist gesundheitszertifiziert. Das hat er jetzt endlich geschafft. Das ist eigentlich unglaublich, diese Beharrlichkeit, die er da an den Tag gelegt hat. Und was bedeutet das für uns? Wenn ihr solche Kurse anbietet, Motion on Court, und ihr habt noch eine Zusatzqualifikation, ich nenne jetzt irgendwas, was die meisten nicht haben, aber es fällt mir gerade am schnellsten ein, ihr seid noch Physiotherapeut oder Diplom-Sportlehrer, ja? Dann könnten die Kunden, die den Motion on Court besucht haben, diese 100 Euro, die der Kurs gekostet hat, 80% werden nach dem Präventionsparagraphen, bis zu 80%, werden bei den Krankenkassen angerechnet. Das bedeutet gesundheitszertifiziert. Wenn wir aber mal diese Kostenschiene verlassen und diese Refinanzierung, Gesundheit ist ein Megatrend in unserer Gesellschaft. Und wenn wir mit Tennis das nicht nutzen, und wir können das, weil wir bewegen uns an der frischen Luft, wir treffen Menschen, wir haben eine soziale Interaktion, ja, und noch ein paar andere Faktoren, die wir hier nennen können. Tennis hat ein unglaubliches Ausmaß an das Wohlbefinden jedes Einzelnen, wie wir selbst als Tennisspieler wissen. Also das Thema Gesundheit, da gilt es nochmal, die Köpfe zusammenzustecken mit allen Organisationen, um das wirklich auch als Megatrend für uns zu machen, um am Freizeitmarkt hier präsenter zu werden. Ja, wäre mein Wunsch. B-Trainerprävention wird vom DTB nicht an den Start gebracht. Auch das hat Fabian bisher versucht. Aha. Ja, es ist nicht richtig. Es wird jetzt an den Start gebracht und wir werden im Herbst damit anfangen und auch unter anderem den B-Trainer Breitensport neu aufstellen. Und zum Beispiel dieses Modul Motion on Court kann als Wahlmodul dieser Ausbildung dann gebucht werden. Das heißt, wir integrieren das. Das wird als Teil der B-Trainer-Ausbildung dann anerkannt und zertifiziert auch. Ja, und mit so einer Aussage, die ich jetzt gerade so schnell gelesen habe, es ist nicht einfach nur so getan, dass man schnell mal einen Lehrplan schreibt, ja? Den schreibt Guido in 24 Stunden. Kein Problem. Aber es muss ja dann auch in eine Organisation rein. Und deshalb braucht man da einfach auch ein bisschen Geduld. Ja, es geht nicht von heute auf morgen, dass man einfach so eine Lizenz ins Leben ruft. Da gibt es den DOSB, den DTB, dann kommen die Landesverbände und so weiter. Aber es dauert halt ein bisschen. Und wenn es dann da ist, dann passt es dann zum Glück aber auch. War die Frage, ob wir Studien kennen, die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Also ich weiß nicht, welche Studien es gibt. Es gibt sicherlich eine Menge, die einfach die positiven Auswirkungen des Sportes darstellen. Ich weiß jetzt spontan keine, aber es wird eine Menge geben. Geht ja was mit Endorphinen, Glückshormone, die freigesetzt werden. Da wird es sicherlich eine Menge geben. Aber ein konkretes Beispiel hätte ich jetzt nicht im Kopf. Also ich habe mich mit dem Thema schon mal beschäftigt. In Amerika gibt es dazu einiges. Professor Martin Seligman ist der Depressionsforscher der Welt. Und ich habe sogar im Rahmen einer Abschlussarbeit an der Uni einen Spieler gehabt, der sehr stark, nicht depressiv, aber sehr pessimistisch war. Und anhand der Bücher von dem Herrn Seligman und habe ich einfach eine entsprechende Studie gemacht, um die Erklärungsmuster des Sportlers zu ändern. Und das geht dann auf verschiedenen Ebenen, auf der persönlichen, auf der dauerhaften und in dem Geltungsbereich, dass es nicht übergreifend ist. Also es gibt dazu was, Julia, muss man ein bisschen suchen. Und ein schöner Einstieg, um das leicht zu verstehen, ist, Pessimisten küsst man nicht, Optimismus kann man lernen. Professor Martin Seligman, Top-Buch, einfach zu lesen, muss man kein Wissenschaftler sein. Sensationell,
lernst du ganz viel draus. So, jetzt haben wir auch keine neuen Fragen mehr und die Uhr zeigt auch an, wir wären so am Ende angelangt. Also wenn ihr noch ganz dringende Fragen habt, dann jetzt sofort. Ansonsten natürlich nochmal, Detlef, auch für dich die Bitte, nochmal in den Chat die Apps reinzustellen, die du so kennst. Achso, ja. Die mal reinschreiben, das können wir auch nachher noch machen. Ich lasse den Chat noch ein paar Minuten offen, auf jeden Fall nach Beendigung. Ich werde noch so ein, zwei Apps von mir reinschreiben, die ich kenne, dass wir hier so ein bisschen sammeln. Ansonsten immer kreativ sein, ihr findet so viele Sachen, wenn ihr euch mit beschäftigt. Man muss sich aber die Zeit nehmen, und die haben wir ja teilweise jetzt, da einfach mal zu recherchieren. Und von meiner Seite aus, ich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wieder eine Stunde investiert in den Tennissport. Wir haben uns auf diese Art und Weise kennengelernt, die, die mich noch nicht kannten. Ihr findet mich im Internet, und wer Kontakt sucht zu mir und Ratschläge braucht, meine Tür und meine E-Mail, mein E-Mail-Account ist immer offen. Also lasst von euch hören, und wir können gemeinsam den Sport entwickeln. Und vielleicht zum Abschluss nochmal die Bitte an Uwe, das Video irgendwie reinzustellen. Also wir haben das aufgezeichnet. Ich werde euch dann den Videolink schicken. Könnt ihr euch anschauen, könnt ihr euch auch runterladen. Ich werde es noch nicht so lange online haben. Das heißt, wenn ihr den Link habt und ihr seid interessiert dran, ladet euch das runter, weil einfach die Datenmenge relativ groß ist und der Server bei Zoom da nicht so viel erlaubt. Deswegen muss ich immer wieder die Videos dann löschen. Also er wird dann ein paar Tage online sein und dann besser direkt runterladen. Dann habt ihr es auf eurem Rechner, wenn ihr das haben wollt. Markus hat noch was? Tennis ist nicht Tennis. Tennis ist, was du daraus machst. Schön was. Danke, liebe Grüße aus Kärnten und toi, toi, toi. Ja, vielen Dank für das Abschlusswort und vielen Dank, Detlef, an dich für deine Zeit. Gerne. Ich möchte auch nochmal betonen, weil wir öfters die Fragen hatten, alle unsere Gäste machen das aus Leidenschaft, ehrenamtlich und geben da ihre Zeit für euch her. Und das auch nochmal dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ansonsten bleibt gesund, ne, geht auf den Platz, nutzt die Zeit jetzt und ja, gebt Gas, dass wir möglichst im Tennis wieder weiterkommen. Tschüss an alle. Bis demnächst. Bis dann. Ciao.